Was tat die SPÖ unter Kern und Faymann für die Pensionisten? Pensionen wurden nicht einmal an die Inflation angepasst. Der Kaufkraftverlust wurde nicht abgegolten. Pensionisten, die ein Leben lang hart gearbeitet haben, wurden von der SPÖ im Stich gelassen. Steigende Altersarmut war die Folge. Jahrelang hat die SPÖ versagt. Heute sind sie zu Recht in der Opposition. Nun fordern sie plötzlich eine Erhöhung der Mindestpensionen um 4%. Die FPÖ in der Regierung sagt, umsetzen statt nur ankündigen. Ab 1. Jänner 2019 die stärkste Pensionserhöhung der vergangenen Jahre. 1,1 Millionen Menschen profitieren, das entspricht rund die Hälfte aller Pensionisten. Spätestens ab dem Jahr 2020 eine Mindestpension von 1.200 Euro. Endlich mehr soziale Gerechtigkeit und Fairness. Liebe Pensionistinnen und Pensionisten, Sie haben ein Leben lang, über Jahrzehnte hinweg, Unglaubliches für Österreich geleistet und auch hart gearbeitet. Sie haben sich ein Altern in Respekt und Würde nicht nur verdient, sondern das steht Ihnen zu. Und wir haben als freiheitliche Partei in der Regierung soziale Fairness und soziale Gerechtigkeit versprochen. Und gerade für die ältere Generation, der wir uns verantwortlich fühlen. Und wir werden jetzt ganz konkret mit der Pensionsinflationsanpassung endlich auch die Abdeckung der Inflation von 2% sicherstellen und darüber hinaus Sorge tragen, dass gerade die kleinen und mittleren Pensionisten auch wesentlich mehr als diese 2% Inflationsanpassung erhalten. Das ist gelebte soziale Fairness und Gerechtigkeit, die wir gerade der älteren Generation hier auch sicherstellen. Und ich freue mich darüber und sage Ihnen Danke.